So, jetzt bin ich am Hegau-Blick oben. Also man blickt in den Hegau und ein Mann ist da, der macht schöne Aufnahmen. Allerdings würde sich der das Wetter noch ein bisschen klarer wünschen. Also man sieht schön die Schweizer Alpen. Da kommt jetzt der Hohe Heben, der Hausberg von Engen, da hinten der Stoffel. Ja, also man hat einen Wahnsinnsblick auf das Alpenpanorama. Wird man jetzt mit meiner Handykamera nicht so sehen. In die Richtung ist der Hohentwil, der steht bei Singen. Da ist der Hohe Krähen, der steht bei Mühlhausen. Dazwischen ist nur der Mägdeberg, das wird man jetzt schlecht erkennen. Dann erkennt man es im Bodensee, auch da hinten den Bodensee. Ja, super Wetter dafür, dass es heute früh noch ein bisschen geregnet hat. Ja, ja, da unten ist Engen. Jetzt mache ich mal groß, aber dann wird die Auflösung halt entsprechend schlecht. So, und dann darf ich nicht mehr so wackeln. Also das da unten ist Engen, mittelalterliche Stadt. Das ist dann der Hohe Heben, der Hausberg von Engen. Da hinten ist der Hohe Stoffel, der hat früher zwei Gipfel gehabt. Da wurde einer abgetragen für einen Steinbruch, für den Gleisbau. Das Alpenpanorama, gut, das wird man auf meiner Handykamera nicht so toll sehen. Jetzt schwenke ich mal da zurück zum Bodensee. Also das ist der Bodensee. Also ich glaube, man sieht da fast die ganze Länge darunter. Allerdings kann ich nicht sagen, was das ist. Also das eine, was man gerade aussieht als Insel noch, das ist die Reichenau, glaube ich. Die Mainau sieht man von hier nicht. So.